und herzlich willkommen bei Christa 2706 und einer neuen Staffel der Familie Sanders. Ab jetzt nur noch die Sanders. Ich möchte gerne ein Generationen-Let's Play draus machen, die ehemaligen Toddler und dann 7-Up-Kinder sind ja jetzt Teenager. Wer sie noch nicht gesehen hat, kann sie in Instagram ansehen, die Beschreibungen, oder er sieht sich die letzte Folge der Staffel 2 der 7-Ups an. Bevor wir jetzt in das Let's Play starten, die Familie ist ja jetzt zurück in Solani und die Kinderzimmer wurden neu eingerichtet. Das waren Geschenke von den Paten und die möchte ich euch zeigen. Ich wollte das zuerst aufnehmen, beziehungsweise ich hatte es auch schon aufgenommen, aber diese Tour, die dauert einfach viel zu lange. Außerdem würdet ihr seekrank werden, denn ich bin hier ständig durch die Mauern hin und her gerutscht und so weiter. Ich habe mich also entschlossen, euch etliche Bilder zu zeigen. Und die Zimmer seht ihr ja dann so und so im Spiel immer wieder. Die bleiben ja und wir werden ja auch immer wieder mal ein Kind in Szene setzen und dann gibt es auch die Zimmerchen genauer zu sehen. Ich denke, das ist der vernünftigere Ansatz zu präsentieren. Ja, dann werden wir jetzt einfach mal anfangen. Das erste Zimmerchen ist für Lena von dem lieben Ingo gemacht, in ihren Farben gehalten, wieder mit diesem strahlenden Boden. Und er hat gesagt, ich kann ruhig noch etwas hinzufügen und es war an der Wand etwas weh. Ich habe nur ein paar Bilderchen aufgehangen, lieber Ingo, ich hoffe, das ist okay. Er hat das Zimmer ein bisschen unterteilt, also es gibt ein Zimmer im Zimmer, das ist so ein Spiegelzimmer zum Schminken und Anziehen, was genau richtig ist für junge Mädchen. Und genau, ich habe noch ein Bettchen für ein Hündchen hingelegt und eine kleine Vitrine, weil sie hat überhaupt keinen Kleiderschrank. Ich denke, das ist okay, liebes Team. Aber ansonsten ist es ein ganz tolles Zimmerchen in ihren Farben, ganz freundlich und Lena fühlt sich darin sehr, sehr wohl. Vielen lieben Dank dafür. Abonnieren von Stevens Kanal lohnt sich auf alle Fälle. Es wird hoffentlich auch dort bald mit neuen Videos weitergehen. Ich freue mich schon. Ja, weiter geht es mit dem Zimmerchen nebenan. Dort wohnt der Theo, unser kleiner wissensbegieriger Teenager. Und er hat dafür ein ganz tolles Zimmer bekommen. Er hat eine Robotics-Werkbank drinnen. Er kann gärtnern, er kann boxen, er hat ein Klavierchen drinnen. Auch ein Fernseher am Boden, das finde ich ganz toll. Und ja, Computer sowieso, Schreibtisch, alles was er so braucht. Wunderschön in seinen Farben gestaltet. Ja, gefällt dem Theo und mir ganz toll, liebe Vanni. Und wir werden hier sicher noch einiges erleben. Vielen lieben Dank dafür. Und schau doch bei der lieben Vanni vorbei. Da gibt es auch ganz tolle Let's Plays. Weiter geht es mit Zimmer Nummer 3 im Erdgeschoss. Dort wohnt der Louis, unser Musiker, unser Geek und Grünliebhaber. Sieht man auch sehr gut an seinem Zimmerchen. Und die liebe Lilliput hat sich da wirklich große Mühe gegeben, alles reinzubringen, was der Louis braucht. Und das ist auch super gelungen. Louis fühlt sich hier sehr wohl. Er kann hier mit Kevin abhängen, kann seine Songs schreiben, kann lernen und natürlich auch mal ein Mädchen mitbringen, wenn es soweit sein wird. Also Lilliput, vielen lieben Dank dafür.
Schaut unbedingt auch bei der Lilliput auf dem Kanal vorbei. Da gibt es ganz tolle Sachen zu entdecken. Weiter geht's im Nachbarzimmerchen. Da wohnt der Nick, unser Einzelgänger, unsere Ruhige, der besonders Wert auf seinen Rückzugsort legt. Und da hat seine Patin alle Arbeit geleistet. Und ich kann nur sagen, wirklich, ein Nachteinsatz war das. Die Sandra versteht schon, was ich meine, aber es hat sich so gelohnt und ja, es ist einfach toll geworden. Es ist ja alles aus Naturmaterial und Nick hat ja so einen Traum, er möchte gerne mal nach London reisen und nach Paris. Und das hat Sandra alles wunderbar untergebracht. Er hat auch ein paar Fröschchen im Zimmer und so exotisches Zeug. Das passt prima zu ihm. Nick und mir gefällt das ganz toll, liebe Sandra. Vielen herzlichen Dank. Und schaut unbedingt auf Minimis Sims Paradies vorbei. Es gibt dort Hammer Let's Plays. Und vor allem auch Big Sister is Watching Sims, wo alle unsere Self-Sims mitspielen. Das ist der Knaller. Jetzt geht's weiter im ersten Stock und da wohnt unser Emil, auch Emilio genannt. Und Anna hat mir gleich einen Schock versetzt, denn ein Schrank. Ja, rumschmusen in Schrank wird jetzt durchaus ein Thema werden. Ja. Ihr seht, es ist sogar ein kleiner PB-Einheit versteckt im Schrank. Viele Gitarren für unseren Musiker, ein Bettchen für das Hündchen oder die Katze und wundervoll, liebevoll ins Detail eingerichtet. Er kann ja auch Sport treiben und eben Musik machen. Seine Bilderrahmen habe ich auch schon befüllt. Und ja, vielen lieben Dank, Anna. Emil liebt es, ich liebe es. Und wir werden hier sicher noch sehr viele schöne Szenen sehen. Besucht unbedingt Annas Kanal. Da gibt es ganz tolle Sachen zu entdecken. Und dann auch so ein Let's Play mit 7 Kindern. Wir überspringen jetzt mal ein Zimmerchen und gehen direkt in Janas Zimmer. In das orange Paradies, in das ich selbst am liebsten einziehen würde. Ganz liebevoll und detailliert gestaltet von der Agi und ja, natürlich perfekt abgestimmt auf Janas Pläne, Bedürfnisse und so weiter, die niemand so gut kennt wie ihre Patin. Es ist alles da, der Schreibtisch zum Hausübungen machen, der große Spiegel zum Schauspielen üben, ein tolles Bett, super Vorhänge, die passen so perfekt und sie hat so eine tolle Aussicht auf das Meer. Fotorahmen, da habe ich auch probiert, das reinzufüllen, die hat es mir aber nicht genommen, da muss ich erstmal schauen, welches Format das sein muss. Aber das kriegen wir auch noch voll. Jana wird da selbst noch jede Menge Bilderchen machen, ein Strickkorb und sie hat auch so einen Tisch noch, wo sie werken kann und Handarbeiten und so. Ja, gefällt mir ausgezeichnet. Jana liebt ihn. Und unbedingt auch bei Agi vorbeischauen. Dort ist mein allererstes Let's Play, das ich jemals gesehen habe. Und wo ich hängen geblieben bin, der Ferdinand. Und sie macht auch tolle andere Let's Plays. Unbedingt hinschauen. Ja, und zuletzt zeige ich euch noch das Zimmer von Paul. Das habe jetzt ich eingerichtet. Hab mich hier ein bisschen in Sissi ausgetobt. Habe ihm so eine kleine Badeecke eingerichtet mit Tanzfläche. Er hat so die USA als sein Motto im Zimmer. Kann hier auch Sport treiben. Und ja, so ein bisschen der Übergang zwischen Kind und Teenager und Erwachsener. Und ich glaube, das passt für unseren Flirter und doch ein bisschen gemeinen Paul ganz gut. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, liebe Lina, wir vermissen dich und der Paul, der braucht dich. Der hofft, dass du wieder zurückkommst, dass du deinen Kanal weiterführst. Und ich habe das jetzt nur stellvertretend gemacht. Wenn du wieder da bist, dann
gehörst du wieder zu uns dazu, ja? So sind wir jetzt also live im Let's Play. Und ja, wieder zurück in unserem Häuschen in Solani. Angela macht gerade ein bisschen Yoga. Die Kinder sind in der Schule. Ben ist drinnen und kümmert sich um die Tierchen, die jetzt hier vorne stehen. Und ja, die Zimmer seht ihr ja hier jetzt auch in live. Werden wir ja dann besuchen, wenn die kommen. Schauen wir mal, was Angela macht. Yoga in Socken. Ich musste die alle erst wieder umziehen, denn die waren ja noch auf Winter gestylt. Sven jetzt fertig mit der Versorgung von den Tierchen? Wahrscheinlich schon. Schauen wir mal, wie es ihnen geht. Zufrieden, Aufmerksamkeit niedrig. Dann kannst du hier auch gleich noch ein bisschen nachhelfen, denn die waren jetzt so lange allein. Wir wollen ja nicht, dass uns da gleich wieder jemand wegstirbt. Es ist 12 Uhr. Dann, wenn du fertig bist, Ben, dann darfst du hier schon mal anfangen, was zu grillen, damit es dann was zu essen gibt, wenn die nach Hause kommen. Was sollten wir denn machen? Nochmal. Das sind so viele exotische Sachen, die ich gar nicht kenne. Die Lote waren, glaube ich, die Maiskolben. Ja, genau. Die soll er mal machen. Ein bisschen was sollten wir eigentlich noch drinnen haben. Ihr Rezept kochen müssen wir auch mal ausprobieren. Ja, was ich noch sagen wollte. Die Kinderchen werden ja sicher auch schon langsam planen, vielleicht mal von zu Hause auszuziehen oder in eine WG zu ziehen oder in ein Studentenheim. Und wir wollen ihnen da ja wahrscheinlich nicht im Wege stehen, aber es gibt ein paar Regeln. Und zwar möchte ich, dass die Schulleistung ausgezeichnet ist, wenn sie ausziehen. Die Kochfähigkeit des Kindes muss mindestens auf 5 sein. Denn ich will nicht, dass die gleich abfackeln irgendwo. Ebenso die Logik und Charisma. Und wenn möglich, dann sollte auch die Geschicklichkeit so auf 2-3 sein. Also das ist jetzt keine Bedingung, aber das möchte ich auch noch, dass die da ein bisschen Fähigkeiten haben. Die sollen alle etwas tun zu Hause, lernen, mithelfen, damit sie dann später einen leichteren Start ins Leben haben. So, jetzt mal anhalten. Wer bist du bitte? Marco Darling. Ach, das ist der Vater von Alisa, von Pauls Freundin. Was macht er hier? Na gut. War ja auf Solani immer schon so, dass hier jeder aus und ein geht. Ja, also nicht, dass er denkt, ich will die jetzt sofort ausziehen lassen oder so. Ganz im Gegenteil, die sollen jetzt schön hier bleiben. Vielleicht, dass wir sie mal zu Oma schieben oder zum Onkel oder so, um ein bisschen aufzuteilen. Oder zu den Freunden, die können ja auch mal dort schlafen. Aber ja, falls die Kinder da so Ambitionen haben, muss ich sagen, ich möchte eben, dass sie vorbereitet sind für alles. Ein Paparazzi. Naja, das war auch klar. So, wir haben jetzt fertig gekocht. Das passt ganz gut von der Zeit her. Dann kannst du hier noch so ein Getränk mixen. Ein Eistee. Was macht Angela? Macht sie noch Yoga? Die steht hier. Kann sich noch ein bisschen in die Sonne legen.
in Bodykleidung, sondern ja, und was ich noch nicht genau weiß, ist, ich möchte jetzt versuchen, diese letzten Abzeichen bei dem Pfadfinder noch zu holen, aber ob wir das dann weitermachen, ich glaube, zumindest nicht bei allen, denn es ist so anstrengend, wenn die samstags, kaum ist man da aufgestanden, sind die zum den Pfadfindern und du kannst eigentlich gar nichts unternehmen. Und wenn du irgendwo bist, dann laufen dir die einfach davon. Ja, wenn, kannst auch ein bisschen in die Sonne liegen. Okay, da musst du noch etwas. Oh, hier, wo ist das gewesen? Sonnencreme auftragen. Er wartet jetzt zu lange in Mount Kobaribi, da müsst ihr aufpassen, dass ihr euch nicht, einen Sonnenbrand holt. So, für die Kinder ist alles vorbereitet. Die Hundchen, die könnten wir eigentlich ein bisschen spazieren schicken. Also der Koko ist eh unterwegs. Was machst du denn hier, Koko? So. Das ist so ein Tierchen hier. Dann schicken wir die jetzt alleine spazieren. Damit sie sich ein bisschen austoben können, Haustiere. Oh, so, jetzt geht's los mit den. Sollen denen Isen mitbringen? Nee, so, Tropsi, Antonio, Ronja. Wo ist Coco? Also, Coco ist gerade nicht im Haus, glaube ich. Sie ist eh unterwegs. Okay, jetzt kommen die Kinder heute auch alle mit Schulprojekten nach Hause und es geht das schon los. So, alles klar. Die Putzfrau hat unser Essen weggeräumt, nein, hat sie nicht. Lena ist traurig, warum? Es wird Zeit, schwarz zu tragen. Weil Teenager einfach so. Lena, ruf mal zum Essen. Was hat sie gemacht? Das werfen wir gleich weg, damit hier nichts schmutzig ist. Was macht er? Er steht jetzt da und weiß nicht, was er will, oder? Ich vermisse dich, Buddy. Die Tierchen sind nicht gestorben. Die waren gestorben, als sie zurückgekommen sind. Und daran erinnern sie sich jetzt immer noch. Ja gut, wird schon wieder vorbeigehen. Das ist echt ärgerlich mit diesen Moodlets, die dann so immer wieder kommen und so lange bleiben. Oh, guckt mal, wie schön das Meer. Habt ihr auch so Sehnsucht nach dem Meer? Also jetzt so über ein Jahr ohne richtigen Urlaub. Ich sag's euch, ich bin zu urlaubsreif. Da beneide ich die Sanders schon richtig. Ja, hier guckt, der Isen ist auch da. Das ist der Isen Castaway, der ist bei mir auch schon zum Teenager geworden. Aus Sandras Let's Play. Na, Theo, du gehst aber gut daher. Emil muss aufs Klo. Wow, das ging aber schnell. Ben hat so einen guten Tag bekommen. Auch Angela.
Ja, da habt ihr schon den ersten Eindruck, wie es ist, mit so vielen Teenagern zu spielen. Jeder hat irgendwie eine andere Laune. Aber im Großen und Ganzen habe ich mich schon ein bisschen daran gewöhnt, wie sie sind und wie sie aussehen. Ich halte mal an, denn man muss immer den Überblick behalten. Ich möchte mal ganz kurz durchsehen, was jetzt übrigens auch ist. Die Sims sind jetzt anders angeordnet in der Reihenfolge. Früher war immer Louis der Erste, jetzt ist Lena die Erste. Obwohl ich sie wirklich in der Reihenfolge gealtert hatte. Lena kann zum Beispiel schon kochen 2, Logik 5. Also das wird alles kein Problem, wenn die mal ausziehen wollen, was sie jetzt eh noch nicht wollen. Sie sind ja jetzt Teenager, aber spätestens wenn sie junge Erwachsene sind, dann, sag ich mal so, sollen sie ausziehen. Und ja, natürlich kriegen alle ein Startkapital von den Eltern und so. Da wollen wir ja nicht so sein. Gucken wir mal, wie es ihnen so geht. Schule ist, glaube ich, eh schon ganz gut. Hier fehlt eben noch eins und so. Das wird bei allen so ziemlich gleich sein. Die Hausübungen dauern im Moment etwas länger als früher bei den Kindern. Die haben sie ja schon von ganz alleine gemacht und das ging in Sekundenschnelle. Aber das wird auch wieder alles werden. Ja. Ich habe in der Zwischenzeit, als ich diese ganzen Sachen aufgebaut habe und so, mit den Sims, die schon so einen Schwarm hatten, wie zum Beispiel ja der Theo, war eh einer davon. Das bietet sich ganz gut an, dass wir da jetzt reinschauen. Da war ich bei den Sims dort, weil das musste man in den ersten 7 Sims-Tagen machen, sonst kommt dieser Eintrag nicht. Und der war mir schon wichtig. Ich habe einfach so lange gespielt, bis der Romantikbalken da war. Und ja, die sind jetzt also aneinander interessiert. Und es steht da drinnen, dass sie eine junge, unschuldige Liebe hatten. Das ist also jetzt beim Theo der Fall und beim Nick ist das auch so mit der Melinda. Da steht das auch drinnen. Erster Schwarm, beste Freunde, Turteltaum. Wir sind schon ein bisschen weiter. Und auch beim Paul. Der Paul ist jetzt ganz hinten. Ich muss mich an das erzählen. Hier ist jetzt die Lisa drinnen. Da haben wir das auch drinnen stehen. Und bei den anderen ist es ja nicht unbedingt eine romantische Beziehung, beziehungsweise war es vorher keine. Lena hat ja auch so leichte Ambitionen. Mal gucken, ob sie sich darauf einlässt, mit Ashley auch mehr zu sein als nur Freunde, das wissen wir noch nicht genau. Und Louis und Kevin sind ja nur Freunde und Emil hat auch. Emil hat ja auch keine romantische Beziehung zu seinen zwei Best Friends, weil er sich einfach nicht entscheiden hat können. Aber das musste ja auch nicht sein. Ja, ich würde mal sagen, für heute lassen wir es gut sein. Das nächste Mal möchte ich gerne ein bisschen den Geburtstag nachfeiern, mit den Kindern, mit den Teenies, gerne mal so in einen Club fahren. Mal sehen, wie das wird.
Aber die Folge wird jetzt eh schon lange genug sein. Ich wollte nur, dass ihr sie einfach einmal seht. Wir lassen sie jetzt weiter essen. Den Emil lassen wir mal aufs Klo gehen. Und ja, dann werden sie sich ein bisschen mit dem Isen unterhalten, der ja zu Besuch ist, und ihre Hausübungen machen. Und dann ist der Montag eh schon wieder fast gelaufen. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag oder einen schönen anderen Tag, wenn du es später siehst. Bleibt einfach stark, haltet durch, bis ihr auch mal wieder so eine tolle Aussicht sehen könnt und generell alles besser wird. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ja, also ich freue mich über jedes Kommentar, über eure Daumen und Abos sowieso. Und wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Ciao und bis bald.